Ihre Gastgeberin, Mareike Rüßmann von der Volkswagen Stiftung, hat Sie gerade ganz besonders herzlich begrüßt. Ich habe jetzt die Aufgabe, sozusagen den weiteren Schritt durch diesen Abend mit Ihnen zu gehen. Der erste Schritt lautet, wir lassen uns ein bisschen Wissen noch einimpfen, einen Impuls geben. Er ist kein Wanderer, aber ein Akademiker zwischen den Welten. So hat er mir im Vorgespräch gesagt, so sieht er sich selbst. Professor Gerhard Dannemann, juristisches Staatsexamen in Freiburg, gefolgt von Stationen für Lehre und Forschung an den Universitäten von Oxford und London. Seit 2015 ist er gebürtiger Essener, also Nordrhein-Westfalen, Direktor des Großbritannien-Zentrums an der Humboldt-Universität in Berlin. Und er fragt sich heute Abend, und wir fragen uns das auch, wie ist die Situation in Großbritannien auf verschiedene Art und Weise in der Wirtschaft, aber natürlich auch auf dem Arbeitsmarkt 4 Monate nach dem Brexit-Votum. Der Impuls von Professor Gerhard Dannemann. Bitte schön. Von der Technik im PowerPoint. Vielen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank an die Stiftung für die Einladung zu diesem spannenden Abend. Ich habe jetzt die schöne Aufgabe, Ihnen in einer guten Viertelstunde vermitteln zu sollen, was der bevorstehende Brexit für die Außenpolitik, die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt in Großbritannien bedeuten wird. Ich weiß nicht, ob ich dem gewachsen bin. Ich muss gleich eingangs gestehen, die Gabe der Prophetie besitze ich nicht. Dass Großbritannien nach dem Referendum vom 23. Juni aus der Europäischen Union ausscheiden wird, ist so gut wie sicher. Ich glaube, es gibt kein zweites Referendum, keinen zweiten Weg zurück. Und damit enden aber für mich auch schon die Gewissheiten. Die Brexiteers, die sich für den Ausstieg stark gemacht hatten, hatten keinen Plan A. Die Regierung Cameron und die anderen Remainers, wie man sie nennt, die dagegen waren, hatten keinen Plan B. Die Regierung May weiß 4,5 Monate nach dem Referendum offenbar noch immer nicht, wo es hingehen soll. Schauen wir uns doch mal die Modelle für einen möglichen Ausstieg an. Ich habe sie sortiert von Soft Brexit bis Hard Brexit. Das erste wäre ein Verbleib im europäischen Wirtschaftsraum, Modell Norwegen. Das zweite wäre ein Verbleib im EU-Binnenmarkt unter einzeln ausgehandelten Bedingungen. Das wäre das Modell Schweiz. Das dritte wäre, ja, man bleibt irgendwie in Sektoren des Binnenmarkts, insbesondere für Waren und für Dienstleistungen mit einzeln ausgehaltenen Einschränkungen. Dafür gibt es kein Modell. Das vierte wäre ein Ausstieg aus dem Binnenmarkt, aber ein Verbleib in der Zollunion. Das ist was anderes. Kann ich Ihnen nachher, wenn es Bedarf gibt, in der Diskussion den Unterschied erklären. Das ist das, was die Türkei jetzt hat. Und dann gäbe es noch den Ausstieg aus dem Binnenmarkt und der Zollunion mit einem Freihandelsabkommen mit der Resteuropäischen Union. Das wäre das Modell Kanada. Und das letzte ist schließlich Ausstieg aus Binnenmarkt und Zollunion ohne Freihandelsabkommen, Abkommen, Handel nach den Regeln der Welthandelsorganisation. Das wäre der härteste aller Brexits. Von diesen 6 Optionen lässt sich noch keine gänzlich ausschließen. Die erste ist allerdings politisch nur als Übergangslösung realistisch, die zweite ist völlig unrealistisch, die sechste ist unerwünscht, am wahrscheinlichsten sind die Lösungen 3 bis 5. Nimmt man die jüngsten Äußerungen des Wirtschaftsministers Greg Clark beim Wort, sollten eigentlich nur Lösungen 3 und 4 in die engere Wahl gelangen, das ist aber nicht sicher. Lösung 4, eine Zollunion mit der EU, wäre davon die am wenigsten komplizierte. Die maßgeschneiderten Lösungen 3 und 5 sind deutlich komplexer. 2 Jahre werden nicht zum Verhandeln und Ratifizieren ausreichen. Für Lösung 3 gibt es, wie schon gesagt, überhaupt kein Vorbild. Für Lösung 5 kann das CETA-Abkommen mit Kanada nicht als Blaupause verwendet werden, schon weil es keine Freizügigkeit für Dienstleistungen in den für Großbritannien wichtigsten Sektoren vorsieht. Man würde also hier eine Übergangslösung benötigen, wie eben einen temporären Verbleib Großbritanniens im europäischen Wirtschaftsraum. Kommen wir zur Außenpolitik. Der britische Spielraum für künftige Außenpolitik wird ebenfalls davon abhängen, welchem Modell der Brexit folgen wird. Denn unter Lösung 1 bis 3 kann Großbritannien keine eigenständige Wirtschaftsaußenpolitik verfolgen, unter Lösung 4 nur sehr eingeschränkt. Denn auch dann könnte es mit anderen Staaten keine Handelsabkommen abschließen, die sich nicht mit einer gemeinsamen Zollunion mit der EU vereinbaren lassen. Und das betrifft schon die meisten Regelungsbereiche von Handelsabkommen. Ansonsten hilft
für die Einschätzung der künftigen Außenpolitik ein Blick auf die Stärken Großbritanniens. Großbritannien ist eine Vetomacht im UN-Sicherheitsrat. Großbritannien ist das dominierende Mitglied des Commonwealth of Nations, das sind 52 Staaten, überwiegend britische Ex-Kolonien ohne USA und Irland. Die politische, wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung des Commonwealth wird auf dieser Seite des Ärmelkanals meistens unterschätzt. Es ist kaum bekannt, was das alles mit sich bringt. Das Dritte ist, Großbritannien ist eine bedeutende militärische Macht, die immer wieder militärische Interventionen sich hervorgehoben hat mit der Bereitschaft zu diesen Einsätzen und Nuklearwaffen. Und Großbritannien hat die Special Relationship mit den USA. Das sind Staaten, die der künftigen EU-Außenpolitik fehlen und die Großbritannien künftig ohne Abstimmung mit EU-Partnerländern nutzen wird. Die Special Relationship mit den USA wird sich, denke ich, weiter auf Sicherheitspolitik fokussieren. Sie hat den Briten immer schon mehr bedeutet als den Amerikanern und außerdem seit 2010, das ist die erste Regierung Cameron, an praktische Bedeutung verloren. Unter Camerons Vorgängern hätten US-Präsidenten in außenpolitischen Krisen zuerst mit dem oder der britischen Prime Minister gesprochen. Das hat sich spätestens mit der Ukraine-Krise geändert. Mittlerweile ist Deutschland meist erster europäischer Ansprechpartner der USA und ein Brexit könnte diesen Trend verstärken. Insofern ist für mich auch noch offen, ob die britische Außenpolitik nach dem Brexit sich tatsächlich in deutlichem Umfang von Europa abwenden und transatlantisch ausrichten wird, wie manche behaupten. Natürlich hängt das alles auch vom Ausgang der heutigen Präsidentschaftswahl in den USA ab. Innerhalb der EU wird der Brexit vermutlich nicht das außenpolitische Gewicht weiter auf Deutschland verschieben. Frankreich wird dann die einzige EU-Vetomacht im Sicherheitsrat, der einzige Nuklearstaat und das für internationale militärische Einsätze klar bedeutendste Mitgliedsland sein. Frankreichs außenpolitische Zusammenarbeit mit seinen Ex-Kolonien hat zwar weniger Gewicht als die britische im Commonwealth, aber nach dem Ausscheiden Großbritanniens werden auch diese internationalen Verbindungen die relative Position Frankreichs in der EU eher stärken. Das sind meine drei Minuten zur Außenpolitik. Kommen wir zur Wirtschaft. Hier gibt es zunächst einige gute Nachrichten für Großbritannien. Wirtschaftswachstum im dritten Quartal 2016, das ist das Quartal direkt nach dem Brexit, 0,5% nur in diesem Quartal. Und die Bank of England erwartet ein Wirtschaftswachstum von 2,2% für 2016. Das ist nicht schlecht, ein halbes Jahr nach dem Ausstieg, nach dem Referendum. Die Bank of England erwartet auch ein jährliches Wachstum zwischen 1,5 und 2% in den Jahren 2017 bis 2019. Im Jahre 2019 soll der Brexit dann passieren. Die Arbeitslosigkeit in Großbritannien ist 4,9%, Deutschland 5,8%. Großbritannien ist, das schreibe ich jetzt mal so hin, weltweit die sechstgrößte Wirtschaft nach Bruttosozialprodukt, nach China, USA, Japan, Deutschland und Russland, knapp vor Frankreich. Allerdings sind das OECD-Statistiken, die keine aktuellen Zahlen für Indien und Brasilien haben. Die könnten also auch beide noch vor Großbritannien liegen. Großbritannien hat eine gute demografische Struktur. Großbritannien gehört zu den Ländern mit einer Geburtenquote von 1,9, hat also nicht dieses Altersproblem. Deutschland 1,3, jetzt wieder 1,5. Großbritannien hat starke Dienstleistungssektoren in der Finanzwirtschaft, in den kreativen Industrien, in der Bildung. Und Großbritannien hat eine gute Hand auch in Zukunftsindustrien, Biotechnologie, Pharmazie und Informationstechnologie. Es gibt leider aber auch eine Reihe von schlechten Nachrichten zur britischen Wirtschaft. Das erste ist der Kurssturz des Pfund Sterling seit dem Referendum. 17% gegenüber dem Dollar, 15% gegenüber dem Euro. Und das zieht natürlich Probleme nach sich. Die Inflation wird steigen, die Bank of England geht vor 2,7% aus in 2017 ohne ähnliche Lohnsteigerung. Die britische Wirtschaft wird 2016 weltweit 1 bis 2 Ränge zurückfallen, als Putin wieder Welt ist, damit auch die Wirtschaft. Seit 2010 gibt es bereits schmerzhafte Kürzungen im öffentlichen Sektor. Die Sozialleistungen sind derzeit eingefroren, keine gute Zeit für weitere Einschnitte. Kann man Schulden machen?
Es gibt ja ein anhaltendes Problem mit einer höheren öffentlichen Verschuldung nach der öffentlichen Verschuldung nach der Finanzkrise, derzeit 113% des Bruttosozialprodukts, Deutschland im Vergleich 78%, das war nicht immer so. Schauen Sie sich das mal an. Vor der Finanzkrise war Großbritannien der Musterknabe, diese rote Linie hier, deutlich weniger als Deutschland, hat aber, weil die Banken die Pleite gegen Druck retten mussten, sich immens verschuldet. Und trotz dieser starken Kürzungen im öffentlichen Sektor ist die Verschuldung einfach oben geblieben. Sie hat einen kleinen Abwärts dann im letzten Jahr und der wird nächstes Jahr gar nicht viel hochgehen. Deutschland dagegen mit seinen 78% relativ gut. Also nicht so richtig viel Spielraum. Machen wir weiter. Negative Handelsbilanz, derzeit 50 Milliarden Pfund pro Jahr. Das ist immer pro Kopf der Bevölkerung, sind das 800 Pfund mehr Einfuhren als Ausfuhren. Die Produktivität in Großbritannien war immer schon etwas problematisch. Sie wissen vielleicht, die produzierenden Gewerbe, spricht man von Lohnstückkosten, also das, was rauskommt für eingesetzte Arbeitszeit, nicht so toll. Geringer industrieller Sektor, geringes produktives Gewerbe, 10% Deutschland im Vergleich 2014. Und der Dienstleistungssektor ist anfällig für Brexit-Folgen. Nicht nur die Finanzindustrie, die Bildungsindustrie, übrigens auch die tollen Innovationstechnologien, Biotech, Pharmazie, IT, alle anfällig für Brexit-Folgen. Ich habe es schon angedeutet, Inflation und keine steigenden Einkommen. Wir haben in Großbritannien seit einigen Jahren das Problem der sogenannten Middle-Class-Schools, die Mittelschicht wird gedrückt, aber auch die Lower-Class. Was aber bedeutet, dass die große Mehrheit der Bevölkerung wirtschaftlich nicht so toll dasteht. Die verfügbaren Haushaltsabkommen sind derzeit auf dem Stand von 2005, aber dann haben sie die Wohnung nicht bezahlt. Die Wohnungspreise sind in den 10 Jahren um 50% gestiegen, die Mieten auch nicht weniger. Und die Kosten für Hochschulbildung, die Gebühren haben sich verdreifacht. Das bedeutet also für eine Familie mit zwei Kindern ein ungeheuer wirtschaftlicher Einschnitt. Schauen wir uns mal zwei Grafiken dazu an. Das ist die Lohnentwicklung, also die, nicht die Lohnentwicklung, Entschuldigung, verfügbare Haushaltseinkommenentwicklung in 5 pro Woche. Sie sehen, so 2007, 2008 war da der Höhepunkt, dann ging es wirklich steil und lange runter mit der Finanzkrise und das hat sich dann wieder etwas erholt. Aber Sie sehen noch 21 Pfund pro Woche unter dem Spitzenwert und wenn Sie das nach links verfolgen, sehen Sie, sind Sie bei 2005. Wenn Sie es noch dabei auffächern, sehen Sie, dass es die jüngere Generation deutlich härter trifft als die ältere. Vergleichen wir die Haushaltseinkommen bei den 20- bis 29-Jährigen, das ist diese blaue Linie, mit denen bei den 60-Plus-Jährigen, das ist im Original rötlich, schwarz, sehen wir eine sehr ähnliche Entwicklung zunächst bis 2003 und dann geht die Schere auseinander. Die Älteren haben fast nichts verloren durch die Finanzkrise, einmal ging es mal ein bisschen runter und dann wieder hoch, stehen besser da. Und die Jüngeren sind unter dem Stand von 2001. Und das sind die Leute, die sich jetzt Wohnungen sich besorgen müssen, die irgendwann auch mal Nachwuchs bekommen und deren Bildung zahlen müssen. Das ist also ein echtes Problem in Großbritannien im Moment, zumal ich ja schon gesagt habe. Pardon? Fehlt eine Folie? Gut, ich wollte Ihnen die Hauspreise nochmal als Grafik darstellen, ist aber egal. Die gehen halt tatsächlich hoch, kleiner Eindruck mit der Finanzkrise, aber ansonsten im Steil nach oben. Eine Londoner Wohnung kostet mindestens 4-mal so viel wie eine Berliner Wohnung. Miete oder Kauf ist egal. Kurz zu Wechselwirkungen zwischen Wirtschaft und Politik. In Großbritannien nach dem Referendum lassen sich interessante Wechselwirkungen zwischen Politik und Wirtschaft beobachten. Also ich zitiere jetzt David Bloom, das ist ein bedeutender Banker, der gesagt hat, die Währung ist jetzt die de facto Opposition zur Regierungspolitik. Können Sie schön sehen am Wechselkurs von Pfund zum Dollar in den letzten 12 Monaten. Hier ein Lichtpunkt. Ja, ne? Ja, genau. Sehen Sie hier Einstieg vor einem Jahr, dann diese Unsicherheit mit dem Referendum, zieht das Pfund nach unten, dann sieht es plötzlich wieder gut aus in Umfragen. Dann stürzt, das ist der 23. 24. Pfund stürzt ab von auf 1,30. Dann dümpelt es so vor sich hin und erholt sich wieder ein bisschen. Hier ist die Tory-Parteikonferenz.
Und hier verkündet Theresa May über mehrere Tage hinweg harte Brexit-Politik. Zack, und geht runter. Bis hierher. Und das hier, eine kleine Sprung nach oben, das ist das Urteil des High Court. Das sagt, die Regierung kann das nicht allein machen, muss das Parlament beteiligen. Sie können also sehen, wie stark hier Politik und Wirtschaft im Fundkurs zusammengehen. Das hier ist das Titelblatt der Daily Mail, Kommentar auf das Urteil des High Court. Volksfeinde. Drei Top-Richter und ein sehr gut geschriebenes Urteil. Ich habe es durchgelesen. Die erste Lockerung der harten Brexit-Rhetorik der Premierministerin hat der Autoproduzent Nissan erzwungen. Damit der weiter in den britischen Standort Sunderland investiert, hat die britische Regierung geheime Zusagen gemacht. Ich will auch nicht sagen, was sie zugesagt hat, die einen Verbleib Großbritanniens in der Zollunion wahrscheinlicher machen, aber natürlich auch den Appetit anderer Produzenten auf ähnliche Zusagen wecken durften. Ganz kurz noch zum Arbeitsmarkt. Wie schon eingangs erwähnt, Arbeitslosenquote 4,9% ist im europäischen Vergleich sehr niedrig. Solange die britische Wirtschaft weiterhin wächst, auch nur moderat wächst, sollte die drohende Abwanderung von Arbeitsplätzen im Finanzsektor und in den Biotechnik, Pharmazie, sonstigen Sektoren anderswo ausgeglichen werden, durch die Schaffung anderer Arbeitsplätze. Das würde allerdings durch einen harten Brexit gefährdet, also Modelle 5 und 6, die ich Ihnen vorgestellt habe, dann wäre meine Prognose nicht so günstig. Solange wir nicht wissen, auf welches Brexit-Modell Großbritannien zusteuert, lässt sich auch schwer sagen, wie sich der Brexit auf den britischen Arbeitsmarkt auswirken wird. Politisch dürfte allerdings die Einschränkung der derzeitigen Freizügigkeit innerhalb des EU-Binnenmarkts für Theresa May eine Überlegungsfrage sein. Einwanderung war vor dem Referendum ein zentrales Thema der Brexit-Befürworter. Außerdem deckt sich das mit der harten Linie, die Theresa May zuvor als Innenministerin gefahren hat. Das lässt Brexit-Varianten unwahrscheinlich werden, in denen Großbritannien im Binnenmarkt verbleibt, also Modelle 1 bis 3, zumal die anderen EU-Mitgliedstaaten wiederholt darauf verwiesen haben, dass Freizügigkeit eines der vier Komponenten des Binnenmarkts und damit für einen Verbleib Großbritanniens im Binnenmarkt unverzichtbar ist. Da hatten wir ein paar Folien. Gut. Andererseits denken viele wirtschaftliche Interessensgruppen in Großbritannien, drängen sie auf den Verbleib der Freizügigkeit in ihrem Sektor und zwar überall dort, wo die britische Wirtschaft ihre besonderen Stärken hat. In der Finanzwirtschaft, die Universitäten wollen Freizügigkeit für Studenten, für Dozenten. Das produzierende Gewerbe, die Autoindustrie, haben Sie schon gehört, die Zukunftsindustrie, die pharmazeutische, biotechnologische, Informationstechnologie, die wollen alle die Freiheit haben, alle EU-Bürgerinnen einstellen zu dürfen. Hier setzt die Regierung weiterhin auf ein Punktesystem für künftige Immigranten. Je mehr Qualifikation ein potenzieller Immigrant mitbringt, desto mehr Punkte, desto leichter eine Arbeitserlaubnis. Das passt allerdings nicht ganz zur Nachfrage auf dem britischen Arbeitsmarkt. Gerade in der Landwirtschaft sind auch zum staatlichen Mindestlohn schwer genügend britische Erntehelfer zu finden. Die kommen ganz unformell Qualifikation aus. Eine restriktive Immigrationspolitik würde hier den Niedriglohnsektor ausbauen und gleichzeitig den Inflationsdruck schaffen. Eine weitere Ausnahme müsste man auch für die kräftig zahlenden ausländischen Studierenden finden, die in aller Regel nur einen Schulabschluss vorweisen können und auch müssen. Die notorische britische Schwäche bei der Ausbildung qualifizierter Handwerker dürfte sich auch mittelfristig nicht ohne Arbeitskräfte aus der EU ausgleichen lassen. Und wenn Sie das alles zusammenzählen, wird das von Theresa May seit 2010 verfolgte Ziel, netto nur 10.000, aber nicht 100.000 oder mehr Einwanderer pro Jahr ins Land zu lassen, auch nach einem Brexit kaum erreichbar sein. So dürfte auch hier in den kommenden Monaten, die Märkte erheblichen Druck auf die Politik ausüben. Insgesamt sehe ich das erwähnte Urteil des High Court durchaus positiv. Wenn die Regierung sich die Zustimmung des Parlaments dafür holen muss, den Austritt nach Artikel 50 zu erklären, muss sie früher als erwartet eine klare Linie dazu finden, mit welcher Vorstellung und mit welchen Forderungen sie in die EU-Austrittsverhandlungen einsteigen will. Das könnte auch helfen,
derzeit aufgeschobene Investitionsentscheidungen zu beschleunigen. Ein bisschen Ausblick noch. Großbritannien hat mit 52-48 dafür gestimmt, sich für ein gigantisches Experiment mit ungewissem Ausgang zur Verfügung zu stellen. Über den angestrebten politischen Erfolg der größeren Unabhängigkeit kann man streiten. Der größte denkbare wirtschaftliche Erfolg würde vermutlich darin bestehen, dass die britische Wirtschaft nicht allzu sehr leidet und einigermaßen so davonkommt. Den Ausgang des Experiments hat Großbritannien nicht alleine in der Hand. Viele andere Nationen können ihn beeinflussen. Der Erfolg der Austrittsverhandlungen wird auf beiden Seiten davon abhängen, ob einzelne Akteure sich primär daran ausrichten, was die jeweilige Wiederwahl fördert, im Fall der Premierministerin die erste Wahl, ob man politische Schadensbegrenzung oder gar um wirtschaftliche Schadensbegrenzung bemüht ist. Ein Verbleib Großbritanniens in der Zollunion, das wäre die Lösung 4, wäre da ein möglicher Kompromiss. Sie wäre wohl den anderen 27 EU-Mitgliedstaaten relativ einfach zu verkaufen. Die Umsetzung ist weniger komplex als bei benachbarten Lösungen. Der wirtschaftliche Schaden ließe sich in Grenzen halten und Großbritannien würde seine Einwanderungspolitik selbst bestimmen. Politischer Druck auf Theresa May könnte sich allerdings daraus ergeben, dass eine eigene Außenhandelspolitik kaum möglich ist und vermutlich auch die von ihr grundsätzlich abgelehnte Rechtsprechungshoheit des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg partiell erhalten bliebe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.